In diesem Video möchte ich die Lösung einer weiteren von unseren Einstiegsaufgaben diskutieren. Darin geht es wieder um drei Zeitfunktionen, die hier in den Teilaufgaben A, B und C gegeben sind. Diesmal allerdings mit einem Quadrat ringsrum. In einem vorherigen Video habe ich schon mal gezeigt, wie man die Funktion an sich integriert. Kann man sich nochmal fragen, wozu ist das nützlich? Naja, wenn man sowas wie den Mittelwert von Funktionen ausrechnen möchte, muss man über die Funktion integrieren. Hier geht es jetzt um das Quadrat. Das ist eben nützlich, wenn man den Effektivwert von Funktionen ausrechnen müsste. Ich mache das alles wieder in einem Video. Es gibt aber unten Kapitelmarken, wenn man zum Beispiel auf den Teil B oder C vorspulen möchte. Ich fange trotzdem mal an mit dem Aufgabenteil A. Und schreibt mal hin, was man eigentlich machen soll. Man soll das Integral von UA von T einer Spannung in Abhängigkeit von der Zeit zum Quadrat integriert über die Zeit ausrechnen. So, und jetzt kann man hier einfach natürlich diese Funktion einsetzen. UDach zum Quadrat nach der Zeit integriert und stellt fest, okay, diese Funktion, das ist relativ einfach, die hängt ja gar nicht von der Zeit ab. Das ist einfach eine Konstante und diese Konstante kann man wieder vor das Integral ziehen. Dann steht vor dem Integral UDach Quadrat. In dem Integral bleibt eine 1 über, die jetzt nach t integriert wird. Und wenn man diese 1 nach t integriert, dann wird daraus ein t. Eine Multiplikation mit der Zeit. Und da hier unbestimmt integriert wird, brauchen wir noch eine Integrationskonstante, die ich mal c nenne. So, jetzt kann man wieder eine Probe machen. Hier fehlt natürlich noch das Quadrat. Eine Probe machen, ob das so passt. Das ist eine lineare Funktion mit einem konstanten Faktor davor, den kann man einfach abschreiben und das t nach t abgeleitet ergibt einfach eine 1, das passt. So, okay, das war schon Aufgabenteil A. Schauen wir uns Aufgabenteil B an. Hier geht es eben darum, die Funktion ub von t zum Quadrat, eine zeitabhängige Spannung zum Quadrat über die Zeit zu integrieren. Jetzt auch hier einfach wieder erstmal die Funktion einsetzen. UDach ist sowas wie ein Spitzenwert, Groß T ist sowas wie eine Periodendauer, mal die Zeit T. Ne? Also das ist eine lineare Funktion, ein linearer Anstieg, ein zeitlich linearer Anstieg. Und der ist eben quadriert. Wenn man eine lineare Funktion quadriert, wird daraus eine quadratische Funktion, die als Funktionsgraphen eine Parabel hat. Und über diese Parabel wird jetzt über der Zeit integriert. So, jetzt ist es natürlich so, dass hier vorn ist auch wieder eine Konstante, die kann man auch wieder vor das Integral schreiben, natürlich mit dem Quadrat als Exponenten dazu. Und dann bleibt in dem Integral ein t Quadrat zu stehen, das jetzt wieder nach t integriert wird. Und das ist eine Potenz, da kann man die Potenzregel für anwenden. Der Exponent, der wird um 1 erhöht und es wird durch den neuen Exponenten geteilt. Also den konstanten Faktor davor abschreiben und dann wird aus t Quadrat nach einer Integration t hoch 3 Drittel und wir brauchen noch die Integrationskonstante c aufgrund dieser unbestimmten Integration, die aber wegfallen würde, sobald man bestimmt integriert und sich dann obere Grenze minus untere Grenze das c, weil es in der Stammfunktion zu 0 addiert. So, und auch hier eine kleine Probe, konstanter Faktor, den kann man abschreiben. Potenzen werden abgeleitet, indem man den Exponenten nach vorn zieht, durch den Exponenten teilt und den Exponenten um 1 erniedrigt. Und deswegen die 3 nach vorn kürzt sich mit der 3 weg und wird um 1 erniedrigt, bleibt ein t Quadrat über. Die Ableitung der Konstante ist 0. So, damit ist Aufgabenteil B auch fertig und es geht weiter mit Aufgabenteil C. Und der ist tatsächlich ein bisschen interessanter, weil man da auf zwei verschiedene Art und Weisen das lösen kann. Also es geht erstmal darum, uc von t zum Quadrat über der Zeit t zu integrieren. Und jetzt setze ich das erstmal wieder ein. Also irgendwie sowas wie so ein Spitzenwert der Spannung durch die Periodendauer mal t minus eine feste Spannung. Und das kann man sich wieder überlegen, das ist sowas wie eine lineare Funktion. Der Anstieg mal die Zeit, von der diese lineare Funktion abhängt und hier hinten steht ein Achsenabschnitt, was konstant ist. So, und das jetzt zum Quadrat ergibt wieder eine Parabel und wir integrieren über diese Parabel. Bloß, dass diese Parabel jetzt natürlich irgendwie skaliert und verschoben ist.
So, und jetzt gibt es also die erste Möglichkeit, das zu lösen, ist hier scharf drauf zu schauen und zu sagen, du, das sieht doch irgendwie ein bisschen nach einer binomischen Formel aus. Das hier vorne können wir a nennen, das hier hinten können wir b nennen. Und dann haben wir sowas wie a minus b zum Quadrat. Und ja, die Lösung dieser binomischen Formel wäre dann eben a zum Quadrat, also u Dach zum Quadrat durch t zum Quadrat, groß t zum Quadrat mal klein t zum Quadrat. Das wäre a Quadrat. So, dann hätten wir als nächsten Term minus 2 mal a mal b. Und das wäre eben u Dach durch groß t, natürlich noch mit der 2 davor, mal klein t und nochmal mal ein u Dach. Das schreibe ich mal als Quadrat hier dran. So, das wäre 2 mal a mal b. Und dann brauchen wir noch plus b Quadrat und b Quadrat wäre einfach u Dach zum Quadrat und das Ganze immer noch über die Zeit integriert. Das ist b zum Quadrat in der binomischen Formel. So, das kann man jetzt natürlich irgendwie einfach integrieren. Das ist wieder im Integranten eine Summe, die aus drei Summanden besteht. Man kann jeden Summanden einzeln integrieren. Und das geht jetzt halt relativ flott, weil das, was hier als erstes steht, das hatten wir ja gerade schon mal hier oben. Also den konstanten Faktor abschreiben. T Quadrat integriert nach t ergibt t hoch 3 Drittel. So, dann das hier abschreiben. Minus 2 mal u Dach Quadrat durch groß t. Und das t, die Zeit nach der Zeit integriert, ergibt t Quadrat. Halbe, kann man vielleicht die 2 mit der 2 hier wegkürzen. Und der letzte Teil ist eine Konstante u Dach Quadrat, die Konstante nach der Zeit integriert. Da kommt die Zeit als Faktor mit dazu und wir brauchen noch eine nicht näher bestimmte Integrationskonstante c, weil eben wieder unbestimmt integriert wird, keine Grenzen ja an dem Integral dran stehen. So, das ist eigentlich schon das Ergebnis mit Hilfe der binomischen Formel. Wenn man sich jetzt so ein bisschen unsicher ist bei sowas, na, und so Terme irgendwie länglicher werden und komplizierter und sich fragt, kann das noch stimmen? Ist das irgendwie sinnvoll? Dann ist immer eine Idee, vielleicht irgendwie auf die Einheiten zu schauen. Also die andere Idee war natürlich wieder eine Probe zu machen, das halt abzuleiten, um zu gucken, kommen da diese Sachen raus. Das spare ich mir jetzt mal. Wir schauen mal auf die Einheiten und man kann sich ja überlegen, was sollte hier rauskommen. Also wir setzen eine Spannung ein, die hat die Einheit Volt zum Quadrat, ergibt das Volt Quadrat und integrieren über die Zeit. Also sollte da Volt Quadrat mal Sekunden rauskommen. So, und dann schauen wir mal hier hinten. Ah, hier stelle ich fest, ja, gut, dass wir es kontrolliert haben. Hier fehlt nämlich noch ein Quadrat. Also hier stehen auf jeden Fall Volt Quadrat. Sekunde hoch 3 durch Sekunde Quadrat kürzt sich ein Sekunde Quadrat weg. Es bleibt eine Sekunde über. Volt Quadrat mal Sekunde passt. Hier haben wir eben so Volt Quadrat, hier kürze ich eine Sekunde weg, also Volt Quadrat mal Sekunde passt, Volt Quadrat mal Sekunde passt. Ja, so dass hier was in Volt Quadrat Sekunden steht, in Volt Quadrat Sekunden, in Volt Quadrat Sekunden, weil man natürlich nur Terme addieren kann, die halt die gleiche Einheit haben. Es macht keinen Sinn, Terme in einer Summe zu addieren, die unterschiedliche Einheiten haben. Ne? Man kann nicht Meter plus Kilogramm plus Sekunde rechnen. Man kann sehr wohl Meter mal Kilogramm mal Sekunde rechnen, aber nicht, man kann nicht 1,80 Meter plus 72 Kilogramm rechnen oder so. Das ist nicht hochgradig sinnvoll. So, das wäre Variante Nummer 1. Stammfunktion steht da. Variante Nummer 2 funktioniert mit Integration durch Substitution und dafür könnte man hier so ein bisschen draufschauen auf diese Funktion und sagen, ja, es gibt doch hier sowas wie eine innere Funktion, ne, die von t abhängt und dann gibt es eine äußere Funktion, nämlich das Quadrat. Und jetzt substituieren wir mal diese innere Funktion und nennen die g von t. Also ich schreibe das nochmal hin. Ja, und ich nenne jetzt, also das g hat keine Bedeutung auf den Namen, muss ich mir jetzt ausdenken. Ich nenne die mal g von t. Ist jetzt nichts, hat nichts mit Leitwert zu tun oder so. Irgendeinen Namen braucht ihr jetzt. So, und die wäre eben das U Dach durch Groß T mal Klein T minus U Dach. Das wäre die innere Funktion G von T. So, und mit Hilfe dieser inneren Funktion kann man jetzt natürlich dieses Integral da oben so ein bisschen umschreiben und kann sagen, das gleiche Integral kann ich doch jetzt auch schreiben als G von T. Ja, das ist die innere Funktion zum Quadrat und dann nach T integriert.
So, dann sieht das schon mal irgendwie so ein bisschen netter aus, weil hier steht nicht mehr so ganz so viel. Da steht nur noch ein Quadrat, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig toll. Wir haben g von t und dann integrieren wir nach t. Also wir müssen mal irgendwie das d von t hier hinten noch wegbekommen. Und dafür nehmen wir diese Funktion und leiten die innere Funktion und leiten die mal nach der Zeit ab. Also g' von t, die Funktion nach der Zeit abgeleitet, und das kann man ja auch schreiben als dg von t nach dt. Und rechne einfach mal diese Ableitung aus. Das ist wieder eine Summe, kann man jeden Summanden einzeln ableiten, und in dem ersten Summanden bleibt einfach dieser konstante Faktor über. Und der zweite Summand ist eine Konstante, deren Ableitung ist 0. So, und jetzt ist der Trick, diese Formel hier unten mal nach d von t umzustellen. Und das kriegt man hin, indem man das d von t eben halt hier hoch multipliziert und das u-Dach auf die andere Seite hier runterbringt und das groß t auf die andere Seite hoch multipliziert, sodass da überbleibt dt ist dg von t mal t durch u-Dach. Also dieser konstante Faktor, von dem haben wir jetzt einfach das Reziproke. So, und das d von t, das nehmen wir jetzt und setzen das hier ein. Und dann steht halt da, ist gleich das Integral von g von t zum Quadrat. Und für d von t habe ich jetzt eingesetzt d. Ich drehe mal dieses Produkt um, dann sieht es vielleicht ein bisschen netter aus. Groß t durch u Dach. Und jetzt eben nicht mehr nach t integriert, sondern nach dg von t integriert. So, der erste Schritt, den man vielleicht mal machen kann, ist, das ist ja hier wieder eine Konstante, die hängt nicht von t ab und nicht von g ab und so. Die können wir einfach vor das Integral ziehen. Und was einen vielleicht an der Stelle verwirrt, ist halt hier noch diese Zeitabhängigkeit, das von t. Das denken wir uns jetzt mal einfach weg. So, und dann schreibe ich mal ab, was überbleibt. Dann steht da groß t durch u Dach und das Integral von g Quadrat dg. Also ein g nach g integriert. Und dann stellen wir fest, das ist genau das gleiche, was hier oben steht. So wie t Quadrat nach t integriert oder so wie x Quadrat nach x integriert. Das ist sehr einfach zu lösen, weil das ist einfach g hoch 3 Drittel. Also konstanten Faktor abgeschrieben. Dann steht da g hoch 3 Drittel. Und dann brauchen wir eben noch die Integrationskonstante c. So, und jetzt ist der letzte Schritt dieser Lösung durch Integration, durch Substitution, zu sagen, wir müssen diese Substitution, die wir gemacht haben, wir haben die innere Funktion durch g von t ersetzt, die müssen wir jetzt rückgängig machen. Wir müssen jetzt das hier, das g von t, resubstituieren und das hier für das g wieder einsetzen. So, und das schreibe ich mal hier unten hin. Dann kommt hier eben raus, mal hier so einen kleinen Strich, das wäre jetzt eben also groß t durch u Dach abgeschrieben. Und jetzt setzen wir für diese Funktion g von t ein u Dach durch t mal klein t minus u Dach, das Ganze hoch 3 und durch 3 und plus die Integrationskonstante c. So, und jetzt stellt man fest, naja, der Weg war jetzt vielleicht nicht einfacher, vielleicht auch nicht komplizierter. Das Integral war hier ein bisschen einfacher zu lösen. Dafür hatte man vielleicht vorher irgendwie ein paar mehr Umformungsschritte und musste noch irgendwie eine Ableitung ausrechnen von dieser inneren Funktion. Und das Ergebnis sieht auf jeden Fall anders aus. Ich lasse es jetzt aber erstmal so stehen und mache mal einen kurzen Break, und dann zeige ich in einem kleinen Anschlussvideo, dass das, was hier unten steht, und dass das, was hier oben steht, dass das eigentlich genau das gleiche ist.